Yo, Chad, run a power move on him. Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume. Dance, dance. Herzlich willkommen und hallo bei Not Another Dope Show. Ernst stammt 2 Wochen Reflexion vom 31.03. bis 6.02.94. Diese Woche war ich mit den Gedanken viel bei der Arbeit und habe mich wenig mit mir selbst beschäftigt. Ich habe versucht, die Aufgaben, die mir gestellt wurden, so gut wie möglich zu erfüllen. Auch die Freizeitgestaltung fällt mir leichter. Mein Job als Musikposten macht mir auch sehr viel Spaß. Kurzum, mir geht's gut und ich bin zurzeit kein bisschen trockener. Ich hoffe, dass es so bleibt. Mein derzeitiges Ziel ist, im Plenum etwas lauter zu werden und im Stamm etwas zu machen. Angst macht mir allerdings, dass die alten Stammphasen K-Phasen werden und die K-Phasen das Haus verlassen. Irgendwann muss ich die Verantwortung für das Haus mit übernehmen und das traue ich mir noch nicht zu. Ja, also Tatsache ist, dass ich wohl selber doch sehr viel nachgedacht habe. Ja, ich habe halt viel gearbeitet und wenn man viel arbeitet und dann ist man am Abend, hat man dann auch noch mal nicht mehr so viel Zeit, dann macht man noch ein bisschen was und dann fällt man schon wieder in die Falle. Also irgendwie ist das auch etwas, wo man sich zumachen kann. Ja, mit Arbeit kann man sich total zumachen. Ja, das Plenum ist die Großgruppe, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, und was der Stamm ist auch. Es ist natürlich schon heftig, wenn man sich überlegt, dass die Kranken dort eigentlich das Haus gehalten haben. Die waren diejenigen, die einkaufen gegangen sind, die gekocht haben für die anderen, die das Haus sauber gehalten haben, die alle nötigen Reparaturen durchgeführt haben, die teilweise die Möbel selber hergestellt haben. Also im Grunde ist das schon ein gutes Geschäftsmodell. Man holt sich Süchtige ins Haus und die bringen das Ganze auf Vordermann und das lässt du dir dann auch noch bezahlen. Eigentlich ist das ja so gewesen, aber natürlich gehört das alles mit dazu, dass man halt, wenn man jahrelang auf Drogensinn unterwegs ist, da arbeitet man ja nicht mehr, da hat man keinen strukturierten Tagesablauf und gar nichts. Und darum ging es, einen strukturierten Tagesablauf wieder reinzukriegen. Und wenn man das immer wiederholt, immer mehr wiederholt, 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 dann schleicht sich das ins Hirn ein. Und ja, und das verselbstständigt sich dann. Das ist so eine Verhaltenstherapie. Jo, übrigens ist es, wenn ihr das mal hört bei mir, das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwas schnupfen würde oder so, sondern es ist eine ganz normale Allergie. Eine stinknormale Kackallergie. Okay, wenn es euch gefällt, Daumen hoch, Kommentar unten drunter, abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen, wenn ihr was drunter schreibt. Irgendwie ist das noch nicht so ins Laufen gekommen. Freut mich aber, dass ein paar dabei sind, die sich wirklich dafür interessieren und ab und zu auch was schreiben. E-Mails sind nicht so wichtig, kommen zwar auch ab und zu an, aber da sammle ich nur die Fragen für die nächste Fragensendung. Also wenn ihr noch Fragen habt, schmidtbauer.ernst@gmail.com, schickt mir einfach eine Mail, dann kommt sie mit dazu zur nächsten Fragerunde. Bis dahin, peace out.